Beyond Transisi – Contemporary Indonesian Photography. Unter diesem Titel zeigt das Fotografieforum in Frankfurt Werke, die sich mit dem Land der 17.000 Inseln auseinandersetzen. Von Naturfotografien über den Wachstumsboom bis hin zur Jugend des Landes. Die Bilder stammen von 9 indonesischen Fotografen. Viele von den Fotografen arbeiten dokumentarisch und auch in sehr surrealen und konzeptuellen Bildersprachen. Und mit diesen Themen hat jeden von diesen Fotografen einen individuellen Handschrift, wie die selber deren Land sehen. Die Fotografien sind vielfältig, eingängig, intim. Sie regen zum Stehenbleiben und Betrachten an. Die Bilddarstellung erfolgt auf unterschiedlichen Wegen, unter anderem durch Fotografien, die auf der Wand hängen, wir haben Projektionen, wir haben Videos und wir haben auch sehr viele Fotobücher, was auch sehr wichtig sind für die Entwicklung der Fotografie heute. Eines der Leitthemen sind die Bilder einer Serie von Fotos, die 17-jährige Indonesier in ihren Jugend- und Kinderzimmern zeigt. Es geht um die Gefühle, die sich in den Gesichtern der Jugendlichen widerspiegeln. Die Fotografen arbeiten zum Teil für große Magazine, sind aber in Deutschland bislang eher ein Geheimtipp. In die Ausstellung sind einige bekannteren Fotografen, Oscar Motulo, Kemal Jeffrey, aber das sind Namen, die auch in Deutschland nicht so gängig sind. Die sind in Asien und auch vielleicht nur in der Fotowelt bekannt. Und wir haben auch Nachwuchstalente auch in die Ausstellung. Und diese läuft noch bis zum 15. November im Fotografieforum in Frankfurt.